Sie ist Iranerin und hatte den Mut, ihr Kopftuch abzulegen. Deswegen kann sie nicht mehr in ihre Heimat zurück. Ich komme sofort ins Gefängnis, weil ich kein Kopftuch trage und hier vor Kameras darüber rede. Donya Madani ist 32 und im Iran eine berühmte und beliebte Schauspielerin. Wir treffen sie gestern in Köln. Vor einer Woche kam sie nach Deutschland, eigentlich um ihren ersten eigenen regimekritischen Kurzfilm zu präsentieren. Doch bei ihrer Ausreise aus dem Iran gibt es plötzlich Probleme. Sie haben mir am Flughafen den Pass weggenommen. Das war wie ein Schlag ins Gesicht. Madani soll schriftlich versichern, dass sie in Deutschland permanent ihr Kopftuch trägt und nicht öffentlich über Politik redet. Erst als sie das unterschreibt, kriegt sie ihren Pass wieder zurück und darf ausreisen. Doch schnell regt sich Widerstand in ihr. Ich habe im Flugzeug darüber nachgedacht, was soll ich jetzt machen? Und dann habe ich eine Entscheidung im Flug getroffen. Donya Madani nimmt das Kopftuch ab und zeigt sich jetzt so in der Öffentlichkeit. Sie will allen zeigen, welche Gräueltaten in ihrem Land passieren. Sie schießen Tränengas in Schulen. Sie erschießen 9-jährige Mädchen in Schulen, weil sie über Freiheit und Frauenrechte reden. Niemand redet darüber. Seit Mitte September kommt es im Iran beinahe täglich zu Massenprotesten. Auslöser der Tod von Mahsa Amini, die von der iranischen Sittenpolizei festgenommen wurde, weil sie in der Öffentlichkeit ihr Kopftuch nicht korrekt getragen habe. In Polizeigewahrsam habe die 22-Jährige einen Herzinfarkt erlitten, so die Polizei. In sozialen Medien wird jedoch berichtet, dass die Beamten auf Aminis Kopf eingeschlagen und sie getötet hätten. Nach Aminis Tod kommt es im ganzen Land zu Demonstrationen, die blutig von der Polizei niedergeschlagen werden. Tausende Menschen wurden bisher verhaftet, mehr als 300 seien laut Menschenrechtsorganisationen ums Leben gekommen. Vergangenen Samstag in Köln. Frauen, Leben, Freiheit, so der Protestgesang der Aktivistinnen hier. In ihren Stimmen ist Wut zu hören, Wut über die andauernden Gewalttaten in ihrem Heimatland. Ich bin hier geflüchtet, vor 8 Jahren und ich mache es für mich, für meine Kinder, für meine Familie. Das ist das, was ich mir viel mehr wünsche von noch so vielen anderen Menschen, Empathie und Solidarität. Und das ist es, worum es hier für mich geht. Ich kann ja von hier weiter weg nichts machen. Das ist das Einzige, dass ich einfach durch Instagram, durch Facebook, durch Medien und jetzt gerade auf der Straße einfach Stimme von Iraner sein kann. Sie alle beklagen nicht nur den Verlust der Freiheit ihres Volkes, sondern sie leiden mit den Verwundeten und betrauern die Opfer, darunter auch viele Kinder und Jugendliche. Eine der Teilnehmerinnen ist Suzanne Sarré. Sie hat eine deutsche Mutter, ihr Vater ist Iraner. Und auch sie hat Familie im Iran. Jahrelang hat sie regelmäßig ihre Familie im Iran besucht. Sie hat dort studiert und Reisegruppen geführt, kennt das Land sehr gut. Als Halb-Iranerin möchte die Journalistin auch die iranischen Frauen hier unterstützen und sich solidarisieren. Gewalt ist immer im Iran passiert, aber jetzt sehen wir alle diese Bilder und sehen wir sind ungläubig darüber, was für eine Gewalt da an den Tag gelegt wird, um zu versuchen, die Menschen klein zu halten, um zu versuchen, dass sie eben nicht weitermachen und kämpfen für ihre Freiheit. Vor 2 Jahren lernt sie die Iranerin Marjan kennen. Sie freunden sich an. Marjan ist 40 Jahre alt. Vor 4 Jahren ist sie aus dem Land geflohen. Der Geheimdienst war ihr auf den Fersen, erzählt sie, sie sollte verhaftet werden. Ich hatte Visum von Deutschland und ich habe nur Ticket gekauft und rausgekommen. Ich habe keine Zeit, mich verabschieden richtig mit meinen Eltern, mit meinen Freunden, mit meinen Bekannten im Iran. Suzanne Sarré vermittelte Marjan ihre Wohnung und bewundert sie für ihren Mut. Ich bin bestürzt und traurig darüber, welche Steine einem Menschen im Leben in den Weg gelegt werden können. Und ich ziehe den Hut davor, dass sie
es geschafft hat, nicht aufzugeben und weiter an das Leben zu glauben, denn das ist nicht selbstverständlich. Marjan ist in einer traditionellen Großfamilie aufgewachsen mit 5 Geschwistern. Schon immer hat sie das große Unrecht gespürt, das sie in eine Rolle zwingt, in die sie nicht reinpasst. Ich will machen, was ich will, was ich für mich richtig finde. Aber das hat unsere Gesellschaft, unseres Regime im Iran nicht mich erlaubt. Und ich musste alles machen, was die sagen. Und ich habe mir gedacht, ich mache es jetzt etwas anders. Und sie macht es anders. Sie studiert Grafikdesign und hat später sogar eine eigene Druckerei. Sie lebt alleine, ohne Mann. Marjan wird eine gestandene und glückliche Geschäftsfrau. Neben ihrer offiziellen Arbeit als Grafikerin druckt sie jahrelang heimlich Flyer, in denen sie auf das Unrecht im Regime aufmerksam macht und über Frauenrechte aufklärt. Diese verteilt sie unter anderem an Universitäten. Der Geheimdienst entdeckt ihre Aktionen. Ihr bleibt keine Zeit mehr. Sie muss fluchtartig das Land verlassen. Mit einer kleinen Reisetasche bepackt und ein paar Euro kommt sie nach Deutschland, landet im Flüchtlingsheim. Am Anfang war es so schwierig, dass ich nichts reden konnte. Ich konnte nicht meine Geschichte sagen. Ich konnte nichts mit jemandem einfach meinen Mund aufmachen und etwas sagen. Ich habe nur geweint und ich wusste nicht, was soll ich jetzt machen. Ich habe in zwei Jahren so viele Depressionen gehabt. Aber dann irgendwann habe ich gedacht, okay, das bin ich nicht. Sie besinnt sich auf das, was sie im Leben weiterbringt. Lernt Deutsch, malt Bilder und unterrichtet hier sogar andere Flüchtlinge. Und wann immer es geht, nimmt sie auch hier an Aktionen für die Rechte der Frauen teil. Doch Marjans liebste Menschen sind weit weg und sie macht sich große Sorgen um sie. Manchmal stehe ich auf und denke, ich bin in meine eigene Wohnung im Iran. Jetzt kommt mein Geschwister oder meine Mama rein und ich vermisse einfach alles. Ich vermisse einfach meine Familie. Die einzige Möglichkeit, mit ihrer Familie zu kommunizieren, ist das Internet. Und das ist mittlerweile extrem schwierig. Dennoch probiert sie es jeden Tag, ruft zu Hause an. Die Nachrichten sind erschütternd. Vor 2 Wochen hat meine Cousin auf der Straße geschlagen geworden mit Polizei. Und ihr Kopf, also sein Kopf ist schon gebrochen. Und hat so viele Verletzungen gehabt im Körper. Und die haben mich nicht mehr gesagt, weil die wollten, dass ich in Ruhe bleibe, dass ich nicht Sorge mache um meine Familie. Auch Donja Madani hat Angst um ihre Familie im Iran. Durch ihre öffentlichen Auftritte ohne Kopftuch könnten auch ihre Angehörigen in Gefahr kommen, befürchtet sie. Ich mache mir große Sorgen. Denn die Regierung ist unberechenbar. Es könnte sein, dass sie irgendwann auf die Idee kommen, zum Beispiel meine Schwester zu verhaften. Da gibt es keine Regeln.